Genug Lage gecheckt, drüber. Okay, ich laufe jetzt nochmal im Schwert bewaffnet rum. Hier ist wieder, hat mal jemand wieder gezündelt. Was du das? Hast du gezündelt hier? Das geht so nicht. Ich rufe die Polizei. Dann kommst du in den Knast. Oder jetzt brennst du halt auch. Jetzt wirst du gefoltert. So, jetzt muss ich da alles auszündeln. Auszündeln? Ist das das richtige Wort? Ich habe keine Ahnung. Aha, okay, hier ist schon mal ein netter Turm. Das ist aber nett. Wir sind ja auch im Netz. Meine Witze werden immer schlechter. Und hier geht es auch weiter. Ich hoffe, jetzt steht vor unserer Fresse dann kein Lowe. Keine Lowe. Einerseits ist es doch ganz gut, weil wir wollen ja eine Lowe killen, weil wir ja eine Lowe-Stange brauchen. Nur wegen einer Lowe-Stange mache ich diese Scheiße hier. Naja. So, jetzt nehme ich jetzt noch mal ein paar Netherracks mit. Die können wir ja später noch gebrauchen. So, ich hoffe, es greift mich jetzt nichts an, während ich hier arbeite. Ansonsten rufe ich die Polizei. Die wird dann alle netten Monster verhaften. Irgendwie rede ich jetzt viel zu viel über Polizei und so ein Zeug. Naja gut, ich habe ja auch gerade 5 Stunden Sat.1 angeschaut. Da ist es normal, dass man nur über Polizei und so einen Schrott redet. Also ich finde Sat.1 ist der völlig beschissenste Sender, den es gibt. Ich schaue den ab und zu auch, muss ich zugeben, an. Ja, okay, ich schaue ihn eigentlich nur an, das einzige Sender, den ich so intensiv anschaue. Und, ja, also da kommt immer irgendwie derselbe Scheiß. Da kommt immer, irgend so ein Scheiß mit Polizei und so ein Zeug. Und da ist ein Spawner, seht ihr das, da hinten? Also wir können später weiter reden, erstmal muss ich hier einen Lowe jagen. Ja, ein Spawner. Du siehst aber gruselig aus. Und das sind schon 2 gespawnt, oh mein Gott. So, wie jagen wir die jetzt? Ich lock's am besten her. Boah, die greifen mich an. Ich brenne. Weg, weg. Oh, scheiße. Nein, jetzt habe ich den versehentlich angegriffen. Oh Gott. Nein. Puh. Und so, erstmal regenerieren. Ich hoffe, jetzt kommt ja die Lowe nicht um die Ecke. Das wäre ziemlich ungeil. Ich muss warten. Die ziehen aber ganz schön viel ab, habe ich gesehen. Alter Schwede, habt ihr das gesehen, wie es gerade unser Leben runtergeburnt hat, wortwörtlich? Scheiße, Alter. Jetzt mache ich erstmal eine Blockade, damit die jetzt nicht durchkommen. Like a Pussy, ich weiß, aber egal. Sicher ist sicher. So, ich möchte hier ungern creepieren. Na, vielleicht soll ich vorsichtshalber meine Sachen noch irgendwo lagern, damit ich sie notfalls irgendwo später wiederfinde. Gut, dass ich hier in 2 Truhen zufälligerweise dabei habe. So, jetzt lage ich notfalls mal alles ein, außer das ganze wichtige Zeug. Hey, wir haben sogar einen Bogen dabei. Ich dachte, wir haben gar keinen dabei. Aber wir haben leider keine Pfeile dafür dabei. Schade. So, wir werden die doch killen. Wir haben hier einen Nemesis der Gliederflügel. Was ist denn das für ein Short? Erschreckt mich doch nicht so. Oh mein Gott. Hallo. Bist du der Tod? Ich bin tot. Nee, du bist tot. Hallo? Ah, daneben. Nein, getroffen. Shit. Aber so funktioniert es ganz gut. Mit einer Mauer kann man sich sehr gut auf die Lauer hocken und warten, bis sie kommen. Und bis ich hier im Netter versauere. Naja, egal. Ich schau hier nochmal. Ah, daneben. Also mit einem Bogen wäre ich da viel besser dran. Hallo. Ha, ich hab dich getötet. Hast du was gedroppt? Okay, genug rumgesungen. Jetzt schaue ich nach, ob der wirklich was gedroppt hat. Ich brauche noch ein paar Netherracks, damit ich mich noch einbunkern kann, notfalls. So, wo ist meine Spitzhacke? Ich habe doch gerade eine Spitzhacke gehabt. Oh, da ist sie. Die habe ich wahrscheinlich jetzt gerade wieder abgelegt, weil ich so schlau bin. Hallo? Ah ja, eine Lowe-Stange. Lowe-Stange, genau das brauchen wir. Aber wenn wir schwierig sind, können wir doch mehrere gleich einsammeln, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall brauchen wir sowas für unseren Braustrand. Braustrand, ja. Genau, ein Braustrand ist immer das Beste. Ein Braustrand. Alter, meine Deutsche ist echt sehr gut. Meine Deutsche ist sehr gut. Hey, komm her, du. Komm her, du Arsch. Na, komm her. Ich mach's dich platt, ich bin Türke! Nichts gegen Türken, aber
Erschreckt ihn doch nicht so! Ich bin Diabetiker! Wenn ich erschreckt werde, dann geht's rund! Was hat das mit Diabetes zu tun, Digga? Ich rede hier gerade wieder so einen Möhrenstoß! Mein Leben wird nur. Die sind aber irgendwie überbalanciert. Overpowered heißt es eigentlich. Overpowered. Ha, erwischt! Na, bist angeschissen? Der ist jetzt richtig angeschissen, seht ihr das? Deswegen ist er jetzt ein bisschen braun. Seht ihr das? Sein Kopf ist jetzt ganz braun. Das liegt daran, weil ich ihn gerade angeschissen habe. So richtig. Ich habe ihn so richtig jetzt gerade ins Gesicht geschissen. Ich traue mich gar nicht ran, weil die so stark sind. Oh Gott, da sind schon vier Stück. Oh! Und wenn ich reinkomme, wenn ich dann wieder raus will später, dann greifen mich so Piggies an und ich sterbe. Glaube ich zumindest. Ich hätte vielleicht ein bisschen Obsidian. Bisschen Obsidian mitnehmen sollen, genau. Damit ich mich hätte ein. Oh! Oh Mann, du bist so heiß! Du bist so heiß, du machst mich ganz heiß. Shit. Der wartet um die Ecke, bis ich einen Fehler mache und der mich dann attackieren kann. So, das ist hier. Schau mich nicht so an. Ich habe Angst vor euch. Nicht. Ich habe euren Kameraden gekillt. Das ist hier der Bewerber. Heiß. Das ist der Beweis, ja. Das wird auch was beheißen, ne? Oh Gott, ich sollte echt aufhören mit meinen schlechten Wortspielen. Ich glaube, ich lasse es am besten. Ich glaube, eine Stange reicht. Ich glaube, ich gehe jetzt. Oder Leute, soll ich gehen? Ich bin ganz heiß auf euch nicht. Wie sind denn da jetzt eigentlich? Das würde mich jetzt interessieren. Ah, ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt. Nein, er hat mich erwischt. Oh Gott. Ich habe nur noch wenig Leben. Ich mache da jetzt vorsichtshalber jetzt zu. So, ich möchte jetzt ungern sterben. Jetzt lass durch mal ein bisschen regenerieren und dann verpisse ich mich hier. Ich möchte jetzt ungern diese Route wieder abgeben. So, okay. Wir haben ja das, was wir wollen. Wir haben eine Route, wir haben sie bekommen und jetzt verpisse ich mich aus dem Netter. Denn ich wollte ja eigentlich nur eine uns. Was sollen wir mit mehreren? Ja gut, mit mehreren können wir uns sowas machen. Hier zum Beispiel Lohnstaub und daraus können wir uns dann einen Feuerball machen. Aber das ist eigentlich nicht so vom Vorteil. Denn ein Braustein ist doch eigentlich viel cooler, oder? Was meint ihr? Egal, so. Ich nehme jetzt noch meine Sachen schnell mit, inklusive Truhe. Und dann verpisse ich mich hier aus der Hölle. Das geht so nicht. Echt ein Scheißort hier. Ich will den nie wiedersehen. Okay, fast nie. Naja gut, wir könnten sogar noch wollen wir noch nach Nidavarchen schauen? Ja, komm, schauen wir noch nach Nidavarchen. Nach Nidavarchen. Schauen wir noch nach Nidavarchen. Und da ist Glowstone. Ich glaube, das Glowstone nehme ich noch mit. Und da geht's sogar weiter. Ach, wie passend. Wird da uns direkt vor unserer Nase Glowstone hin generiert. Ist ja schön. Naja, gut, also was machen wir denn mit dem Glowstone? Mit Glowstone können wir uns so Lampen machen. Wir können es brauen. Da kriegen wir so Tränke. Also ich kenne nicht die Rezepte von Tränken. Ich kenne nur ein paar Stück. Ich kenne nicht alle. Aber ich kenne doch ein paar. Aber ansonsten bin ich nicht so der Tränke-Profi. Wir könnten eigentlich noch was vom Nether mitnehmen. Ich glaube, hier oben ist wieder ein Spawner, oder? Ist da ein Spawner? Nein, der ist kein Spawner. Ist hier noch irgendwas? Irgend so eine Chose hier? Hier ist nur eine Lavabrunnen. Und sonst ist hier nichts mehr, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ah, hier gibt es Netherwarzen. Oder? Netherwarzen? Nee. Ich war hier schon mal. Moment, ich war hier schon mal. Und zwar war ich in der geheimen Aufnahme schon mal hier. Genau. Da habe ich ein paar Fackeln hin platziert. Beziehungsweise mein Kollege war das vielleicht noch. Das heißt, der Ausgang ist aus der Hölle ist nicht weit. Ach, wie schön. Hätte man gar keinen so großen Umweg machen müssen. Naja. Okay, ich hoffe, wir finden jetzt raus, ohne dass wir jetzt wieder creepieren. Und dann, ja, ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Oh Gott, wie geht's denn da jetzt raus?
Hier so und shit. Und damit scheiße ich mir erstmal voll, genau, das ist das richtige Wort. Das hier nehme ich mit. Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen was abtragen, damit ich hier hochkommen kann. So, ich glaube, so paar. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Lava oder sowas runter. Dann. Ich probier's mal. So vielleicht. Da muss das hier allerdings wieder weg. Oh Gott, meine Spitzhacke ist fast im Arsch. Ja, wir müssen uns dann eine neue machen. Okay, dann so. Ich hoffe, ihr creept hier nicht. Wie gesagt, das wäre jetzt eher extrem scheiße. Naja, wir wissen jetzt aber, wo hier eine Festung ist. So mit ziemlicher Sicherheit. Aber wir haben echt Glück, dass es die Festung ist, die ich in meiner geheimen Aufnahme hatte. Denn hier kenne ich mich aus. Ich weiß, wo es jetzt rausgeht. Auch wenn einige von euch das wahrscheinlich nicht glauben werden, weil sie das nicht gesehen haben. Diesen Part. Aber den könnt ihr euch ab Part 50 anschauen. Wenn wir dann eine Let's Play Pause machen mit Minecraft. Und ich muss schauen, ob da was ist. Nix, okay. Und ihr seht, hier ist mein geheimes Lager. Ist so eine perfekte Abkürzung, ne? Oh je, ich glaube, die Piggies wollen mir ans Leder. Obwohl ich gar kein Leder trage, oder? Oh, verdammt, ich trage Leder. Verdammt! Naja, egal, jetzt gehe ich hier raus. Ist mir egal. Ohne Verluste. Okay, ich habe Verluste, wenn ich hier jetzt sterbe. Ich hoffe, es ist Tag, wenn wir draußen sind aus dem Nether. Denn ich möchte ungern mit Creepern im Rücken nach Hause gehen. Ansonsten müssen wir in unserer Monsterfalle wieder pennen. Obwohl wir da gar nicht pennen können, weil da Monster in der Nähe sind. Ich glaube, dann schalte ich vielleicht wieder auf Peaceful. Auch wenn das wahrscheinlich wieder Cheating ist, aber ist mir egal. Ist mir egal, ich will jetzt nur diese Netherstangen haben. So, und jetzt kommt ein Gast und schießt uns das Portal aus. Nee, doch nicht. So, willkommen zurück in der Normal World of... Hast du mich jetzt erschrocken? Erschreckt mich doch nicht. Spinnen. Ich glaube, Spinne, was macht ihr denn hier? Warte, ich muss erstmal was fressen, damit ich hier wieder ein bisschen runterkomme hier. So, es geht doch nicht. Und was schaut ihr mich jetzt an? Habe ich euch etwas von Anschauen gesagt? Och Mensch. Ach, unsere Miezi ist auch dabei. Ja, Miezi. Oh, ich habe dich geangelt. Oh, ist das nicht süß. Ja. Und da läuft eine Experience-Kugel Amok. Ich glaube, ich schalte mal auf Peaceful. Damit hier ein bisschen Ruhe ist. Was? Ja. Gut, da mache ich mir zuerst diesen Braustand. Dafür brauchen wir drei Kabelstones. Das nehme ich hier noch schnell mit. Melone nehmen wir mit, das Tagebuch nehmen wir mit. Und, ich glaube, haben wir... Nee. Muss nachdenken. Lass mich doch nachdenken, Mensch. Lass mich doch nachdenken. Okay. Es ist sogar Tag. Ach, wie schön. Na gut, dann gehen wir zurück nach Hause. Ich laufe nach Hause mit das hier. Das ist unsere Beute. Ich habe hier mein Leben für diese Stange riskiert. So, eins. Ach, verdammt. Ich habe es mal geschafft, ohne da runterzufallen. Ich glaube, das war eine geheime Aufnahme. Aber ich weiß nicht.